Hallo der Beutel hier, willkommen zurück zu This Land is My Land. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, Leute. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, jetzt gleich weiter aufzunehmen. Das heißt, ich kann wieder nicht auf die Kommentare von Montag und Dienstag eingehen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber an so einer spannenden Stelle musste ich einfach weitermachen, weil ich nicht weiß, wenn wir jetzt gespeichert hätten, wie das dann hier ausgegangen wäre, ob dann die Mission hier fehlgeschlagen wäre. So, passt auf, unsere Gesundheit ist im Eimer. Aber ich habe ja gesehen, wir haben noch ein paar Punkte zum Vergeben. Das heißt, wir nehmen hier die Gesundheitsregeneration und hoffen, dass das dann funktioniert. Wir haben jetzt aktuelle Gesundheit 43. So, und dann lassen wir mal noch offen. Rucksack können wir ja noch ein bisschen was tragen. Wir versuchen jetzt noch mal hier irgendwas zu reißen. Ich will die weiterhin nicht töten, weil das eben mehr Sozialpunkte bringt. Ich will die alle betäuben. Ich könnte natürlich jetzt hier reingehen und die alle gnadenlos erschießen, ne? Was haben wir denn hier eigentlich gerade im Inventar, was uns so schwer belastet? Die Knarre. Wir rufen mal ganz kurz unser Pferd ran. Pferd rufen. Ich hoffe, das haben die nicht gehört da drin. So, mal schauen, wo es kommt. Und dann laden wir erstmal die ganzen Knarren da rein. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier auch alle gnadenlos niederschießen. Was ist denn das da hinten? Halt! Hey! Nicht so weit. Mal ein Stück zurück. Haben wir das Lagerfeuer hier schon freigeschaltet? Oder was ist das da überhaupt? So, pass mal auf. Erstmal Satteltasche. Jetzt wird's hell. Dann kriegst du das hier, die Munition. Gesundheit geht langsam tatsächlich hoch. Das ist super. Das gute Zeug hier lassen wir auch erstmal hier. Und das ganze Fleisch auch. Und das hier auch. Gut. Gehen wir mal ganz schnell das hier noch untersuchen. Und dann versuchen wir nochmal dort unser Glück. Wenn da wirklich Indianer-Kumpels von uns drin sind. Ah ja, guck mal. Mellow und Tonic. 60 Ausdauer innerhalb von 60 Sekunden. Aha. 90 Gesundheit. Okay, das ist einiges dabei. Nehmen wir alles mit. So, das ist leer. Ist klar, jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. 85 Gesundheit. Wir nehmen mal lieber noch irgendwas. So. Haut ihr das rein? Sehr gut. Versuchen wir nochmal unser Glück mit den Steinen. Die sind jetzt natürlich scharf auf uns, ne? Jetzt ist es hell, das ist schlecht. Wir müssen wenigstens einen dort rauslocken. Ach, ich blöd, Mann. Jetzt habe ich das Pferd gerufen. Wartet. Kurzer Moment. Das passiert. Pferd, das war nur ein Witz. Du kannst da bleiben, wo du bist. Komm hierher. So. Also, Stein werfen. Bleib bitte nicht am Baum hängen. Genau. Los, gut. Stell dich hier hin und bleib, wo du bist. Ich versuche mein Glück. Okay, Gesundheit tickt langsam wieder hoch. Das ist gut so. Ey, das war knapp, ne? In der letzten Folge. Wir hatten nur noch eine Gesundheit. So, wo ist der Typ jetzt, der hier stand? Werf mal dort einen Stein hin. Okay, da kommt einer, oder? Ah ne, es war bloß ein Schatten vom Baum. Die fallen nicht drauf rein. Kriege ich das noch mal hin? Okay. Er ist down. Jetzt kam aber der andere und hat den irgendwie getreten. Und der ist wieder aufgewacht.
Wir müssen eigentlich nur irgendwie hier reinkommen. Da sind die Gefangenen. Was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Ah! Oh, der hat zum Glück nicht getroffen, Leute. Ist das spannend. Also. Okay, wir sind tot. Verdammt! Jetzt ist die Frage. Ab wann lädt er wieder? Verdammt, Leute. Naja, ab und zu muss man, glaube ich, mal die Leute erschießen. blöd gelaufen. Müssen wir das jetzt nochmal machen oder hat es das gespeichert? Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir müssen tatsächlich das nochmal machen. Warte mal, zeig mal das Inventar. Wir haben gar kein Inventar. Nee, oder? Haben wir jetzt kein nichts mehr? Tatsächlich, keine Waffen, nichts. Die Frage ist, liegt unsere Leiche denn noch dort? Das finden wir raus. Verdammt, das ist blöd gelaufen. Pferd rufen. Pferd ist zu weit weg. Okay, da müssen wir uns zu Fuß dahin bewegen. Es nützt nichts. Aber da finden wir mal raus, ob denn unsere Leiche lootbar ist oder ob wir jetzt echt alles verloren haben. Das wäre ja richtig mies. Und wie viele Sozialpunkte haben wir? Das, ich glaube... Das haut alles noch hin, ne? Da haben wir nicht verloren, oder? Blöd. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber es gehört halt mit dazu zum Spiel. Wäre ja gelacht, wenn wir hier einfach so ohne weiteres durchkommen. Guckt mal, so weit weg ist es auch gar nicht. Jetzt darf bloß kein wildes Tier kommen oder so. Dann haben wir die Arschkarte. So. Notfalls müssen wir unser Pferd rufen, wenn dieser Gegner jetzt dort noch rumstolpert. Oh, da ist er. Tatsächlich. Wo ist denn der? Den nicht, aber er sieht mich. Oder liegt das daran? Ah, okay, weil ich auf der Höhe war. So, ist jetzt hier unsere Leiche noch? Bitte, bitte, bitte. Das war hier drüben, ne? Genau. Oh, da ist irgendein Wagen. Oh, und dieser Wagen, der ist voll verpackt. Für unsere Leiche ist nicht da, ne? Was macht denn der da? Nee, sieht schlecht aus. Hat denn unser Pferd noch Inventar? Gerade um den Bogen und alles, was da noch drin war. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wollte in die Satteltasche gucken. Ja, das ist noch drin. Okay, dann nehmen wir das. Nehmen. Was brauchen wir für Kaliber? Munition 16 Schall. Das ist die hier. Nehmen. Haben wir natürlich jetzt nur 2 Schuss. Ich schaue jetzt trotzdem noch mal, ob hier irgendwo unsere Leiche liegt. Hier sind wir gestorben, ne? Okay, haben wir uns gemerkt, wenn wir sterben, ist alles weg. Alles, was wir dabei hatten, ist weg. Verdammt.
müssen hier nur irgendwie reinkommen, ohne dass uns jemand sieht. Und schon geht's los. Was schießen die denn jetzt? Ach, wir müssen auch noch den Typen verhören. Stimmt. Das ist ja richtig blöd, Leute. So habe ich mir das nicht gedacht. Dann ist das aber ein bisschen verpackt, ne? Wir müssen die Mission jetzt nochmal machen. Aber der heißt jetzt auch anders. Der hieß doch vorher Alexander Patras, jetzt heißt er Alexander Westermark. Hm. Oh, da kommt einer. Was geht da jetzt hin? Ich habe das Gefühl, die wissen, wo wir sind. Wenn die einmal so im Jagdmodus sind. Ja. Okay, wir schüchtern den einen. Gut, einer ist weg. Kurz schauen. Wir müssen... Oh, da... Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht. Wo kommt denn der jetzt mit dem Pferd her? Gott, ist das spannend, Leute. Und dann rennt hier auch noch ein Hirsch rum. Reiten die ganze Zeit, Leute. Krieg den nicht hergelockt. Hm. Das ist echt spannend. Dem ist wahrscheinlich aber auch total blöd an. Ah, da hinten rennt auch noch einer. Ja, verrückt. Da kommt auch noch die Kutsche. Okay, ich versuche jetzt mal den Typen auf der Kutsche wegzumachen. Das erinnert mich ein bisschen an Splinter Cell von früher. Diesen, diesen Stealth, Killerspiel. Oh nein, jetzt kommt der da auch noch.
glaube, ich komme nicht drum rum und muss hier Leute erschießen. Den holen wir uns jetzt. Der gehört uns. Wagung, Little Red Mohawk. Bitte töte mich nicht, du suchst Alexander Fischer, nicht mich. Versuchst du nützlich zu sein? Ich werde deine Worte prüfen. I can tell you everything. Wait, that's where my body is. I can tell everything you want. You're probably looking for this, go check it. I can be news for you. Look, there's my friend. Kill me or leave me. Okay, er hat nichts zu sagen. Und dann werden wir ihn lähmen. Einschüchtern. Oh oh. Da kommt einer. Da. Ruf plus 100. Plündern. Ah, guck mal. Hier können wir alles mitnehmen. Jetzt bin ich überladen. Das ist schlecht. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie unser Pferd rufen. Pferd rufen. Komm her. Ich muss mir ein bisschen Zeug loswerden. Mann, Mann, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass es so spannend wird. Kommt das Pferd jetzt mal oder nicht? Gebe erstmal die Punkte nochmal. Ja, da kommt's. Auf Gewicht. So, da können wir nämlich schon 70 tragen. Komm mal her. Du kriegst jetzt hier auch nochmal das. Und die ganze Munition. 16 Shell brauchen wir. Das kann auch noch ein bisschen tragen. Das geht nicht, das Pferd ist überlastet. Gut. Ich bin immer noch überladen. Was haben wir denn so viel? Was wiegt denn hier so viel? Die Knarre? Ach, das ganze Fleisch. Natürlich Mist. Ich kann aber dem Pferd jetzt auch nichts weiter geben. Oh. Kann ich das rauslegen? Ablegen. Muss ich mal ein bisschen was ablegen. Huch, das war das Falsche. Egal. Wir holen uns jetzt den Typen noch. Please don't kill me. Hoffentlich ist das der Richtige, der Alexander. Nee, das Micha von Altenburg steht da. Wait, wait, here's my belongings. I can tell everything you want. Look, there's my friend. I can tell you everything. Okay, der hat anscheinend auch nichts zu sagen. So. Wiegt das so viel, das Zeug hier? Wir nehmen das mal. Da ist unser Opfer. Der mit dem Stern. Den brauchen wir. Reise, ey. Ah, hier könnten wir es nochmal mit dem Stein probieren. Okay. Jetzt sind die anderen aber wahrscheinlich nervös da drin.
Mist, jetzt weckt der die wieder auf. Oh, ist das eine Scheiße. Jetzt reicht's, Leute. Es sind echt viele da drin. Und da reiten auch schon wieder welche. Was habe ich mir hier noch für eine Mission ausgesucht? Kommt der nächste Kutschenwagen. Guckt mal. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir gestorben sind, war das hier alles völlig verbuggt. Zwei Schuss kommen wir aber auch nicht weit. Ja, komm. Oh je. Ja, wir kriegen das schon hin. Dauert halt eine Weile. Ich will aber meine Kumpels dort raus haben. Der ist down. So, einschüchtern. Schönes Geld abgezogen und dann weg mit dem. Das ist aber unsere Chance, dass wir rein können, ne? Ja, wir sind drin, Leute. Jetzt in aller Ruhe den richtigen Typen suchen. Aber Alexander, da ist er. Es wird schwer, an den ranzukommen. Wir müssten den Typen dort hinten erstmal wegblasen. Und die anderen dürfen natürlich nicht reinkommen. Ich riskiere jetzt was. Haben wir nichts zu verlieren. Das ist aber auch nicht der, ne? Der heißt Sly Assassin. Warum hatte der aber einen Stern? So, komm, wir holen uns noch den dort. Please don't kill me. Jetzt können wir nur hoffen, dass die anderen nicht reinkommen, während wir dieses Ritual vollziehen. So, den einen haben wir. Und bei dem machen wir... Oh, da ist auch. Fuck. Das ist der erste. Okay, er geht wieder. Also der hat hier so einen komischen Stern. Aber diesen komischen Alexander haben wir jetzt immer noch nicht. Tolle Wurst. So. Können wir hier machen? Nicht. Wir gucken uns hier mal kurz um.
Giftmahlzeit. Oh, was ist denn mit ihm? Jetzt ist er hier reingerannt. Feuerstelle. Wir brauchen Gunpowder. Gibt's hier Gunpowder? Nee. Aber ein Haufen Muni und so ein Zeug. Und da ist ein Fragezeichen. Hier gibt es auch nicht. Oh, fuck. Oh nein, jetzt kommen die alle hier rein oder was? Das wäre jetzt so richtig mies. Eine Hintertür? Nee, ne? Leute, ist das spannend. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, hier gibt es eine Hintertür. Hätte man auch irgendwas plündern können? Wir brauchen nur einmal Gunpowder. Was es hier alles gibt? Was, Leute? Hier, Gunpowder. Jetzt könnten wir dieses Lagerfeuer drinnen hochjagen. Keine Ahnung, was das bringt, aber wir probieren es einfach mal aus. Na, komm. Das war ja dumm. Okay, ich dachte, dass wir dadurch vielleicht die Base irgendwie freischalten. Aber stattdessen habe ich mich selbst in die Luft gesprengt. Leute. Mir reicht's jetzt. Ich schieße die, glaube ich, alle nieder. Obwohl. Wir haben nicht viel Munition. Okay, der setzt sich hin. Der andere hat sich, glaube ich, hingelegt. Der rennt dahinter. Oh je. Ist hier irgendwie verbuggt. Habe ich so das Gefühl. Ich schalte jetzt den da drin aus. Leute, ihr denkt bestimmt, oh Beutel, was tust du da? Was treibst du da? Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will halt bloß irgendwie die Gefangenen. Ja, der schläft. Okay. Wieder einer weniger. Und da draußen ist ja dieses Fragezeichen. Ich denke mal, das hat irgendeine Bewandtnis. Da ist auch noch einer. Der steht erstmal auf. Den holen wir uns jetzt. Das ist auch nicht Alexander. Ich finde es irgendwie geil, aber so richtig habe ich keinen Plan, was ich hier eigentlich mache. So, jetzt holen wir uns noch den letzten Typen dort. Und dann befreien wir hier unsere Kumpels. Dieser Alexander ist offensichtlich draußen. Please don't kill me. Ich habe auch keinen Bock, die jetzt alle zu plündern, weil ich habe eh keinen... Oh. Das ist schlecht. Mit den zwei da drin habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich habe nämlich keinen Platz im Inventar.
aber ihr seht, es ist noch relativ verbuggt, das Game. Also zumindest was die KI angeht. Ja, der eine ist verwirrt. Please don't kill me. So. Ja, bringt aber jedes Mal ordentlich Punkte, sowas. So, jetzt kümmern wir uns um dieses Fragezeichen hier. Oh, Experimental Optical Scope. Ist natürlich auch geil. Aber ansonsten ist hier nichts drin. Dieses Fragezeichen ist weg. Auftrag ist noch da draußen. Dieser Alexander. Die sind alle noch verwirrt. Kann ich denn hier... Befreien wir sie endlich. Oh. Wieso ist denn der böse? Alter. Wieso sind denn die auf einmal böse? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. So, da ist unser Auftrag. Wir erledigen das jetzt. Egal, was jetzt passiert, Leute, wir machen das jetzt. Ich glaube, irgendwas ist hier dadurch, dass wir gestorben sind vorhin, irgendwas ist da schief gelaufen. I can be useful. Wait, wait, here's my belongings. I can be useful. Please leave me alone. So, hat er uns nur was zu sagen? So, schüchter den jetzt ein. Was für eine Folge. Was für eine Folge, Leute. Okay. Abgeschlossen. Wir haben das Fort zerstört. Aber warum sind jetzt die... Oh, da kommt wieder der Idiot. Ich hab auch Pfeile einstecken. Der schießt immer noch auf mich. Aber warum sind die Indianer böse... die wir eigentlich befreit haben. Das verstehe ich nicht so ganz. Er schießt immer noch auf mich. Was hat denn der von der Range? Was ist denn mit dem? Ich dachte, ich befreie hier ein paar Kumpels von unserem Stamm. Aber nö. Sind die auch noch alle böse auf mich? So, na gut. Wir haben wieder ein paar Punkte gesammelt. Das Fort haben wir befreit. Ich würde sagen... Ich bringe mich hier irgendwie wieder in Sicherheit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger und wir können hier alles ein bisschen entspannter angehen. Wir haben jetzt auch gerade keinen neuen Auftrag bekommen, seht ihr das? So, ich verstecke mich jetzt hier im Busch, rufe dann mein Pferd in aller Ruhe und reite nach Hause. Und wir sehen uns dann morgen, 15 Uhr, haut rein und schreibt mir mal ein paar Tipps in die Kommentare. Das war ja jetzt fast schon ein bisschen, naja... peinlich. Ciao.